Willkommen zurück, Leute, zu Professor Layton vs. Phoenix Wright. Wir befinden uns im Hexenprozess und ich habe gerade schon mal angefangen, diesen Part aufzunehmen. Aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher, was hatte ich schon präsentiert, was nicht. Und ja, wir müssen gleich etwas doppelt präsentieren und dadurch wird es dann passiert was anderes. Das hat mich so aus dem Tritt gebracht, dass ich nicht wusste, well, ist das jetzt der Part? Nein, what the fuck? Machen wir neu. Als erstes müssen wir hier mal die Glockenturmskizze präsentieren, denn hier steht ja, wir nahmen das Mädchen gefangen, eine zweite Person hätte sich dort nirgendwo verstecken können. Wir sind aber der Meinung, dass oben im Glockenturm eine Möglichkeit ist, sich zu verstecken. Einspruch! Alle Augen der Stadt waren auf den Glockenturm gerichtet und der Eingang war versperrt. Hexen können sich unsichtbar machen, aber wirklich zu verschwinden liegt auch jenseits ihrer Macht. Deshalb ist es keineswegs übertrieben zu sagen, dass die Flucht vom Glockenturm quasi unmöglich war. Und doch. Gab es einen Ort, an dem sich jemand nach dem Vorfall versteckt haben könnte? Das ist die Skizze des Glockenturms, nicht wahr? Wie faszinierend. Nun, ihr vorgeblicher Spitzenverteidiger. Warum zeigt ihr uns nicht einmal, wo genau die Hexe sich versteckt haben könnte? Liebend gerne, liebste Gloria. Denn die Glockenstube ist ja tatsächlich so ein Ding, ne? Da könnte sich jemand gut verstecken, weil niemand weiß, wie man da tatsächlich hinkommt. Hier! Sie hat sich hier versteckt. Ist doch klar. Ganz oben auf dem Glockenturm. Einspruch! Es klingt nach einem plausiblen Ort, wenn man sich verstecken will. Wäre da nicht das Problemchen, dass dieser Teil des Turms nicht zugänglich ist? Die Treppe geht nicht bis zur Spitze des Glockenturms. Großinquisitorin Gloria, wir reden hier von einer Hexe. Eine Hexe kann viele Dinge tun, die für uns unmöglich sind, und zwar mit Hilfe von Magie. Wärt ihr ein wahrer Ritter der Gerechtigkeit? Würdet ihr uns Beweise zeigen, anstatt zu versuchen, eure vagen Theorien mit Hilfe von Magie zu erklären? Ja, da hat sie schon irgendwie recht. Wie sonst könnte man zur Spitze des Glockenturms gelangen? Es muss einen Weg gegeben haben. War es Magie? Oder doch vielleicht etwas Realistischeres? Was es auch immer war, ich brauche einen Beweis. Die Zeit rastet nicht. Es hat keinen Zweck, darüber zu grübeln. Verteidigung, ihr könnt nur mit der Befragung fortfahren. Und das tun wir jetzt auch, denn danach machen wir das, was wir schon mal gemacht haben. Ich meine, das hier. Ich hörte die Stimme einer Frau. Kaum mehr als ein undeutliches, zerbrechliches Schluchzen. So, mit der neuen Erkenntnis, dass sie eventuell in der Glockenstube war, wir aber nicht beweisen können, wie, hauen wir jetzt nochmal die Apparatur raus, die ja, ne, theoretisch, also denken wir aktuell, den Weg in die Glockenstube öffnet. Einspruch! Die Verteidigung hat eine Theorie, was der Ursprung all dieser Geräusche sein könnte. Es geschah höchstwahrscheinlich hiermit. Ich glaube, das hatten wir schon, diesen Text. Dieser Mechanismus befindet sich, deswegen skippe ich das mal ein bisschen durch bis zu dem Punkt, wo wir schon waren. Und falls ich damit falsch liege, dann lest euch die Texte einfach eben selber durch. Ich meine, ne, dann drückt man kurz Pause, wie auch immer. Ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass bei das, was jetzt kommt, dass er da hochgeht und das benutzt, da bin ich mir sehr sicher, dass wir das kennen. Und das ist halt auch so die Sache, die mich dann völlig durcheinander gebracht hat. Warum? Was? Hä? Danach wird der Text aber anders, das kann ich euch schon mal versprechen. Und zumindest gab es dann Stellen, wo ich mir dachte, okay, das hast du noch nicht gelesen vorher. Nein, definitiv nicht. Das ist komisch. Das ist es. Es waren jene Töne, die ich vernahm. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, das ist es. Richtig. Das erkennt ihr sehr gut. Wir haben nun alle gesehen, oder genauer gesagt gehört, dass dieses Gerät kurz nach dem Vorfall eingeschaltet war. Einspruch!
Allerdings ändert diese Erkenntnis nichts an der Tatsache, dass wir nichts über die Funktionsweise dieser Apparatur wissen. Eure Vorführung war zwar schön anzuschauen, doch konnte sie nicht zu wertvollen Schlüssen führen. Einspruch! Ruft euch jene Vorführung noch einmal ins Gedächtnis. Vorführung? Was kann uns diese törichte Apparatur schon sagen? Einspruch! Die Maschine erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. Der Plan des Glockenturms zeigt uns, dass es keine Treppen gibt, die zum obersten Teil des Turms führen. Wenn ihr nun einmal die Maschine mit dem Plan in Verbindung setzt, wird es offensichtlich, welchen Zweck diese Maschine hat. Ihr Mechanismus ermöglicht den Zugang zur obersten Etage des Turms. Was? Ist das wirklich der Zweck? Ruhe, Ruhe! Eine andere Hexe befand sich im Glockenturm, als das Verbrechen geschah. Sie wurde nicht entdeckt. Da sie die Maschine benutzte, um zum obersten Geschoss zu gelangen und sich dort zu verstecken. Einspruch! Zügelt euer Temperament, Verteidiger. Ihr seid euch offenbar des Widerspruchs in eurer Schlussfolgerung nicht bewusst. Widerspruch in meinen Schlussfolgerungen? Ich rede von eurer kleinen Demonstration. Die Apparatur wurde in Bewegung gesetzt und machte ein paar merkwürdige Geräusche. Aber... mehr auch nicht. Ja, sonst geschah nichts. Wenn es eine Apparatur war, um nach oben zu gelangen. Warum hat diese Gerätschaft uns dann nicht dorthin gebracht? Demzufolge hat dieses Spielzeug mit diesem Fall nichts zu tun. Kommen wir nun zurück zu meiner früheren Schlussfolgerung, dass es keine weitere Hexe gab. Einspruch! Es ist zu früh, dies auszuschließen, Großinquisitorin Gloria. Wieso sollte es zu früh sein? Ja, wir haben etwas demonstriert, doch die Maschine mag nicht richtig funktioniert haben, da wir sie falsch bedient haben. Was? Wie kommt ihr zu dieser ausgefallenen Idee? Meine Begründung ist simpel. Es wäre störend, wenn jemand wie Vidian einfach so dorthin gelangen und die Glocke läuten könnte. Und genau ab diesem Text war ich mir hundertprozentig sicher, das hast du noch nicht vorgelesen. Das würdest du wissen, wenn über Vidian gelästert wurde. Es wäre sinnvoll, den Zugang zur Glocke einzuschränken. Man bräuchte wohl einen speziellen Schlüssel. Ein Schlüssel? Ich habe das Gefühl, ich weiß, was dieser Schlüssel ist. Echt? Ich nicht. Bevor das Gericht nach Beweisen fragt, möchte es eure Theorie zusammenfassen. Ihr glaubt, dass zum Zeitpunkt des Verbrechens eine andere Hexe im Glockenturm war. Diese Hexe benutzte eine Apparatur im Turm, um zur Glockenstube zu gelangen, und dann versteckte sie sich dort oben. Eure gesamte Theorie beruht auf dieser Apparatur. Sollte sie uns nicht den Zugang zu diesem Geschoss ermöglichen, wäre eure Theorie widerlegt. Ihr kennt die Folgen für Sophie. Euer Fehler würde ihr Schicksal besiegeln. Ja, das weiß ich. Wohlan. Möge die Verteidigung ihre Theorie beweisen. Zeigt dem Gericht den Schlüssel, der benötigt wird, um die Apparatur richtig zu bedienen. Das kann ja eigentlich, nur hier der Anhänger sein, ne? Alles andere wäre ja Blödsinn. Deswegen ist es auch abgerissen, ne? Hat man Sophie dann schnell entrissen, damit man das benutzen kann. Das würde auch Sinn machen. Hau raus, das Ding. Der Schlüssel zum Apparat ist dieser Anhänger. Das ist doch der Anhänger der Angeklagten, nicht wahr? Ja, wir haben ihn am Tatort gefunden. Werf bitte einen Blick auf den unteren Teil der Maschine. Dort ist eine Mulde, die genauso groß ist wie der Anhänger. Oh, ja! Jetzt fällt es mir ein. Ein Loch in der Form des Anhängers. Aber ich verstehe das nicht. Warum sollte der Anhänger der Schlüssel zum Glockenturm sein? Das weiß ich auch nicht, oder zumindest noch nicht. Aber er ist definitiv der Schlüssel. Mit diesem Anhänger können wir die Maschine bedienen und Zugang zum obersten Geschoss erlangen. Wohlan! Das Gericht erlaubt es dem Verteidiger, seine Annahme zu überprüfen. Aber es wird die einzige Chance sein. Muss ich jetzt ein Rätsel lösen?
Oh, mit Gloria direkt dabei. Verteidiger, seid ihr bereit? Auch bereit, die Konsequenzen eines Fehlers zu tragen? Dies ist eure einzige Chance. Solltet ihr sie vergeben, dann ist das Spiel aus und ihr habt verloren. Ja, ich bin bereit. Das ist ja wie beim Elfmeterschießen. Gut. Um mal ehrlich zu sein, sieht das wie ein Rätsel aus? Ich wünschte, Professor Layton wäre hier. Das hier ist nämlich sein Fachgebiet. Bist du bereit, Nick? Wollen wir es angehen? Ja, es muss funktionieren. Ach komm, Nick, wir sind auch helle Köpfchen. So viel Schicksal hängt davon ab. Dieser Druck. Bleib ruhig, Nick. Ein Rätsel. 500 Pikarat. Bitte nicht. What? Rätsel 64. Der Glockenturm. 70 Pikarat. WTF. Ein Lichtstrahl wird von den blauen Kristallen, die sich an den Zahnrädern befinden, reflektiert. Jedes Zahnrad dreht sich um 90 Grad, wenn es bewegt wird. Drehe die Zahnräder, um die blauen Kristalle so anzuordnen, dass das Licht abgelenkt wird. Der große, mittlere Kristall reflektiert Licht nur, wenn er aufrecht steht. Wird er gedreht, muss sein Licht die roten Kristalle gleichzeitig treffen. Was? Also es geht darum, dass ich mit dem roten die Kristalle gleichzeitig treffe? Denke ich jetzt einfach mal. Berühre die Zahnräder auf dem Touchscreen und führe den Touchpen nach links oder rechts, um sie im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Drehe die mittleren Zahnräder, um die Kristalle auf beiden Seiten gleichzeitig zu beleuchten. So, Nick, lass es uns versuchen. Ey, 70 Pikarat, die sind doch bekloppt. Ist doch fucking schwer. Ah, ein Lichtstrahl. Natürlich, das ist die Lösung. Der Lichtstrahl schreit förmlich danach, auf einen der roten Kristalle zu treffen. Du hast recht, aber es wirkt, als gäbe es einen Trick bei der Sache. Ein Trick? Ja, denke darüber nach. Es gibt zwei Kristalle. Ich bin mir sicher, dass wir beide gleichzeitig beleuchten müssen. Sieht so aus, als müssten wir das alles mit nur einem Lichtstrahl schaffen. Was? Können wir das wirklich schaffen? Nein. Ich weiß es nicht, aber wir haben keine andere Möglichkeit, außer es zu versuchen. Wir müssen nur die Zahnräder drehen, um die Lichtstrahlen mit diesen blauen Kristallen umlenken. Richtig. Keine Zeit für Zweifel, Nick. Wir müssen es schaffen. Für Sophie. Puh. Den kann ich nicht drehen. Ich kann nur das hier drehen, ne? Boah, das ist ja bockschwer. Alter. Kann ich überhaupt hier irgendwas anderes machen als das? Das ist doch schon Crap, oder? Okay, da kann ich was ändern. WTF. WTF. Leute. Leute, 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 Leute. Leute. Hast du das gesehen? Er hat geleuchtet. Für eine Sekunde. Ja, hat er, aber das war nur ein Kristall. Was ist los? Nichts tut sich. Was habt ihr erwartet? Die Kristalle müssen gleichzeitig beleuchtet werden. Aber wir haben nur einen Strahl. Das ist nicht möglich. In der Tat. Also dann, ich denke, wir haben die Lösung. Es ist, wie ihr sagt, unmöglich. Einen Moment. Ich möchte es noch einmal versuchen. Das ist nicht nötig. Eure Zeit ist abgelaufen. Habt ihr es schon vergessen? Ihr hattet nur eine Chance, eure Behauptung zu beweisen. Das kann doch nicht sein. Das kann jetzt wirklich nicht sein. Was? Sind die bekloppt? Letzten Endes hat die Verteidigung es nicht vermocht, ihre Theorie zu beweisen. Ist doch Blödsinn jetzt. Die Apparatur kann mit dem Anhänger nicht betrieben werden. Der Anhänger passt perfekt. Das kann kein Zufall sein, aber was auch immer ich versuche, es ist unmöglich, das Licht auf beide Kristalle gleichzeitig zu lenken. Okay, vielleicht ist es wirklich unmöglich aktuell. Weil da irgendwas fehlt. Euer törichtes Experiment hat uns immerhin nicht allzu viel Zeit gekostet. Hä? Während ihr die Rätsel dieser Apparatur zu lösen versuchtet, kam die Angeklagte wieder zu Sinn. Oh, Sophie! Geht es ihr gut? Nun,
Sie war wohl etwas verwirrt, doch nun ist sie in besserer Verfassung. Allerdings, ich würde ihre Lage nicht als gut bezeichnen. Vielmehr ist das genaue Gegenteil der Fall. Erzählt mir bloß nicht, euch sei die Erinnerung an eure Übereinkunft mit dem Richter abhanden gekommen. Ihr konntet eure Theorie nicht beweisen, und so wurde das Schicksal der Angeklagten besiegelt. Darauf kann ich nichts mehr entgegnen. Gerichtsdiener, geleitet die Angeklagte hierher. Das muss alles so sein, oder? Das muss alles so sein. Angeklagte, der Prozess fand in eurer Abwesenheit sein Ende. Das Gericht wird nun das Urteil verkünden. Das Urteil. Ihr seid die große Hexe und euer wahrer Name lautet Arcana. Heute Abend geschah ein schreckliches Verbrechen. Ihr habt euren Vater, den Schöpfer, mit dem Zauber Inferno ermordet. Hat die Angeklagte noch irgendetwas hinzuzufügen? Ja, ich bin Arcana. Ich habe Unheil über diese Stadt gebracht. Und meine Erinnerungen sind Beweis genug. Ich erinnere mich an das große Feuer, welches diese Stadt bis auf die Grundmauern niederbrannte. Und vor wenigen Stunden beschwor ich den Feuerdrachen und nahm das Leben meines eigenen Vaters. Es besteht kein Zweifel daran. Die große Hexe ist ein Teil von mir. Nun gut. Moment mal! Nein, Sophie, hör auf! Sag doch so etwas nicht. Übrigens, sie hat da noch so ein Teil um den Arm. Achtet mal drauf. Du stehst unter dem Einfluss eines bösen Zaubers. Gib noch nicht auf. Na. Was soll das? Ihr habt eine Schlacht in diesem Gericht geschlagen. Ihr habt mit eurer Logik als Waffe gekämpft. Und ihr fandet verblüffende Widersprüche. Es war eure Schlacht, nicht die ihre. Wie könnt ihr ihr raten, sie solle nicht aufgeben, wenn euer stumpfes Schwert schon zu Boden gefallen ist? Wärt ihr ein wahrer Ritter der Gerechtigkeit, ihr würdet bis zum Ende kämpfen. Warum sagt sie mir das? Fast so, als wolle sie mich ermutigen. Wartet sie auf etwas? Nein. Schon gut, Phoenix. Seit ich klein war, kann ich mich nur daran erinnern, immer allein gewesen zu sein. Aber das stimmt nicht ganz. Es gab Menschen und Erinnerungen, die mir etwas bedeuteten. Zumindest glaube ich dies. Doch all das habe ich schon verloren. All dies wurde mir in dem Moment genommen, in dem ich Arcana wurde. Arme Sophie. Und von da an habe ich in Tante Beckys Bäckerei gearbeitet. Ich traf Phoenix, Maya, Herrn Layton und Luke. Ihr vier habt alles, aber auch alles getan, um mir in jeder Situation zur Seite zu stehen. Daher kann ich mich wirklich glücklich schätzen. Die Verantwortung für Arcanas Taten lastet auf meinen Schultern. Also, lasst uns diesem Spuk ein Ende bereiten. Arcana darf diese Stadt nicht länger heimsuchen. Vielen Dank, Phoenix. Sophie. Nun gut. Es ist an der Zeit, das endgültige Urteil zu fällen. Denk nach, Phoenix. Denk nach. Gibt es denn nichts, was ich noch tun kann? Irgendetwas? Nur ein einziger Lichtschimmer in dieser Dunkelheit der Verzweiflung? Ja, guck doch hin, Mann! Sei nicht so blind! Kann ich denn gar nichts mehr tun? Einspruch einlegen. Einspruch! Euer Ehren,
Wartet bitte noch mit dem Urteil. Was ist euer Begehr, Verteidiger? Es ist zu früh, um Sophie endgültig zu verurteilen. Bitte? Erklärt euch. Euer Ehren, ihr sagtet vorher, dass dieser Prozess schon sein Ende gefunden hat. Aber... es gibt noch etwas, das wir untersuchen müssen. Was redet ihr da? Meint ihr etwa einen neuen Beweis? Aber es kann doch unmöglich einen neuen Beweis geben in diesem Stadium. Nun gut, Verteidiger. Wir werden noch ein letztes Mal mit euch backen und uns ansehen, welchen neuen Beweis ihr kredenzt. Wohlan, zeigt uns jeden ach so köstlichen Beweis, den wir noch nie zuvor sahen. Der neue entscheidende Beweis ist... an Sophie. Es gibt nur einen möglichen Ort für den neuen Beweis. Er ist in Sophies Besitz. Ich? Ich soll ihn haben? Ich habe es für einen Sekundenbruchteil sehen können. Etwas, das sie nicht haben sollte. Ein Gegenstand, der unseren Beweisen widerspricht. Mein Anwaltssinn flüstert mir, dass dieser Gegenstand der Schlüssel zu diesem Fall ist. Hochinteressant. Ich werde meine helle Freude daran haben, euch scheitern zu sehen. Möge die Verteidigung dem Gericht doch bitte aufzeigen, was nun genau dieser ominöse neue Beweis ist, der angeblich im Besitz der Angeklagten sein soll. Ja, wir stehen schon drauf, ne? Gehen wir mal auf Nummer sicher, machen das ein bisschen mittig und präsentieren es. Sophie, dürfte ich das Armband an eurer linken Hand einmal genauer betrachten? Gewiss, wenn ihr dies möchtet. Es ist übrigens ein Anhänger, müsst ihr wissen. Doch das Band ist irgendwie zerrissen, als ich im Glockenturm war. Deshalb trage ich ihn seitdem am Handgelenk. Seit Prozessbeginn also. Aber dieser Anhänger... er scheint dem Anhänger, den wir schon kennen, haargenau zu gleichen. Momentchen mal. Was geht hier vor sich? Aber wir konfiszierten doch ihren Anhänger am Schauplatz des Verbrechens. Warum? Wie kann sie ihn jetzt haben? Ich verstehe das nicht. Von so etwas bekomme ich schnell Kopfschmerzen. Ich habe damit also recht gehabt. Ich habe bezüglich des Anhängers eine weitere Frage. Sophie, könnt ihr euch daran erinnern, wann genau das Band zerriss? Ich versuche es. Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Als ich eure Gesellschaft verließ, war das Band noch ganz. Das weiß ich zumindest. Aber danach... mit anderen Worten, sie hat keine Erinnerung daran. Sie weiß nicht, wann die Kette kaputt ging und sie ist um ihr Handgelenk gewickelt hat. Dies kommt dem Gericht äußerst bizarr vor. Euer Anhänger wurde dem Gericht doch schon als Beweis vorgelegt. Und doch hat Sophie immer noch ihren Anhänger. Das können wir alle bezeugen. Dies bedeutet dann, dass es zwei Anhänger geben muss. Wirklich? Dann gibt es also zwei. Und weiter? Die Angeklagte wurde auf frischer Tat am Schauplatz des Verbrechens ertappt. Ob dieser Anhänger nun ihr gehört oder nicht, ist vollkommen ohne Belang. Ja, jawohl. Sie wurde auf frischer Tat von uns den Wachen ertappt. Dieser Anhänger kann diesen Prozess möglicherweise entscheiden. Nichts kann einen Prozess mehr entscheiden als das Ertappen der Angeklagten auf frischer Tat. Der zweite Anhänger wurde nicht von Sophie fallen gelassen. Es muss so sein, wie die Verteidigung schon einmal vermutete. Eine weitere Person befand sich am Tatort. Was? Ruhe, Ruhe! Angeklagte, übergib diesen Anhänger bitte dem Gericht als Beweismittel. Sehr wohl, hohes Gericht. Nick?
Wenn es zwei Anhänger gibt, dann können wir ja vielleicht jetzt diese merkwürdige Maschine zum Laufen bringen. Stimmt, jetzt ergibt alles Sinn. Deshalb hat es vorher nicht geklappt. Euer Ehren, die Verteidigung möchte noch einmal versuchen, den Mechanismus des Glockenturms in Gang zu setzen. Was? Warum gerade jetzt? Der Apparat hat vorher nicht funktioniert, da wir nur einen Anhänger hatten. Und man benötigt beide. Ihr dümmlicher Tor! Versucht es nur so oft ihr wollt. Es wird nicht funktionieren. Großinquisitorin Gloria, ihr wisst doch, dass dies nur Zeitverschwendung ist. Wenn es nicht funktioniert, warum sollten wir der Verteidigung die Chance nehmen, ein weiteres Mal zu versagen? Was? Verteidiger, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr nun diese Apparatur bedienen könnt. Versucht es nur, falls euch nicht selbst schon der Gedanke kam, wie nutzlos dieses Unterfangen ist. Die Verteidigung erhält eine weitere Chance, ihre Theorie bezüglich der Apparatur des Glockenturms zu beweisen. Das, Leute, werden wir aber erst im nächsten Part machen, denn dieser Part ist schon relativ lang. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann und ciao.